Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Sigi. Also als allererstes, wenn ihr dieses Video seht, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, kommentiert, das sage ich jetzt schon. Und vor allem das Allerwichtigste, Sigi noch krasser, ja, wir wissen es nicht. Ich mache jetzt den Staubsauger. Kleiner Witz. Okay. Das ist das, worum es heute geht. Und zwar, wir kümmern uns jetzt heute um die Goliath CNC. CNC. Nee, das ist eine, ich sage mal liebevoll Goliath dazu. Das ist eine CNC-Fräse, die wie ein ferngesteuertes Auto durch die Gegend fährt. Wie genau das funktioniert, das werde ich euch nachher einmal ganz kurz schnuffelig entspannt erklären, weil wir machen das alles zusammen. Das wird kein How-To oder sowas, kein totales Tutorial, geiles Wort. Aber wir wollen schon einmal den Gang hier komplett zusammen gehen, den Gang gehen. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr macht das Programm fertig, ihr macht alles soweit schickilacki, so wie ihr das sonst normal in eine CNC, wie ihr die beschicken würdet oder wenn ihr es da reinschicken würdet. Hier ist es nur so, dass dieses Teil, nachher seht ihr das, mit zwei Drähten verbunden ist, dadurch die Position weiß, auf dem Werkstück und dann fährt sie halt völlig autark den ganzen Weg ab und fräst. Ich finde auf jeden Fall ein super interessantes Gerät, weil man eben Platz spart und ein paar Finessen kann ich euch nachher nochmal erklären, was man vielleicht machen könnte, um sich die Arbeit auch zu erleichtern. Ich habe mich zumindest ein bisschen reingedacht da schon und auch schon einmal Probe gefräst, aber viel gemacht habe ich damit nicht. Das heißt, ich nehme euch schon sehr unerfahren heute mit. Projekt wird das Bett für Ernie. Das heißt, es wird ein steckbares Bett, ganz, ganz simpel, nur mit Überblattungen quasi. Also wir machen da jetzt nicht irgendwie High Society, Schnick, Schnack, Piff, Puff. Wir wollen heute auch nicht zaubern lernen, wir machen was ganz Einfaches, gucken, ob es funktioniert. Ich nehme nur 15er Multiplex, reicht zum Probieren sowieso allemal, weil teuer genug der ganze Scheiß. Wir wollen es einfach halten. Einfach halten. Wir wollen es einfach halten. Ach ja, jetzt wenn ich flüster, hört er mich ja trotzdem. Wie ihr merkt, ich bin sehr aufgeregt, ich habe Bock. Diese Maschine ist super, aber diese Maschine macht nur das, was wir hier sagen. Wie sagen wir das? Das machen wir oben am PC. Ich habe natürlich meine Dateien schon vorbereitet, weil ich selber gucken musste, wie geht der ganze Scheiß. Aber ich nehme euch mit hoch, wir gucken uns das einmal an. Wenn ihr danach noch Fragen habt, dann gehen wir das so in den Kommentaren durch. Oder ich mache dazu noch mal ein Video, wenn ihr das gerne wollt. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch, bevor ich mich hier komplett verliere. Übrigens, diese neue Linse. Und vor allem die neue Kamera. Also ich glaube, die spielen ganz gut zusammen. Ach ja, das ist mein Büro. Habt ihr im Q&A vielleicht schon gesehen? Egal. Ich muss noch mal abwaschen. Ich habe eine neue Couch. Also eine neue alte. Ich habe einen wunderschönen Sekretär, der auch als dieses benutzt wird. Geiles Teil. Die kennt ihr auch aus dem Video. Es ist halt auch nur ein Büro, ne? Und hier so Schnittplatz und zocken tue ich hier nicht. Eigentlich nicht. Manchmal. Fakt ist, ihr braucht ein Programm, mit dem ihr zeichnen könnt. Ich weiß nicht genau, vielleicht reicht auch nur Inkscape. Das ist kostenlos. Das benutze ich, um die passenden SVGs umzuwandeln, die ich brauche für das Programm der CNC. Das ist Slingshot, heißt das Programm der CNC. Das ist super einfach eigentlich. Das haben wir hier nachher auf dem Laptop drauf. Den habe ich von Friedrich Niemann dazu bekommen. Ach ja, Friedrich Niemann ist der Maschinenhändler. Habe ich das vorhin schon gesagt? Nee, das ist der Maschinenhändler meines Vertrauens. Da kriegt ihr alles, was geil ist. Als Tischler vor allem, aber auch als andere Gewerke. Die Baumaschinen haben die auch, stimmt, die haben ja so die dicken Dinger, die dicken Pötte. Das Programm ist da drauf, das habe ich nicht auf dem PC. Ich arbeite zurzeit noch mit AutoCAD. Ist einfach dem geschuldet, dass ich da eine Lite-Version habe, die relativ bezahlbar ist und ich das einfach gelernt habe. So, ich habe einmal eine komplette Datei, wo ich einfach die Teile gezeichnet habe. Das sind 5 Teile am Ende, 4 habe ich gezeichnet, warum 4, weiß ich nicht. 3 hätten gereicht, weil jeweils 2 immer gleich sind. Das hier sind diese Teile, so fertig. Hier sieht man ganz klar, wir haben hier diese Überblattung sozusagen. Ich weiß gar nicht, wie man das sonst nennen soll. Es sind ja Überblattungen, nur halt sehr tief. Also 15er Material, das seht ihr jetzt natürlich nicht, aber hier 15 breit. Das wird schon ziemlich spack sitzen, muss es ja aber auch. Hier haben wir einmal die Bettseite. Hier oben eingelassen sind da unser Lattenrost nachher. Und hier kommt jeweils einmal vorne und hinten ganz normal unser Vorderteil und Hinterteil ran und dann haben wir noch mal einmal so ein Mittelteil, wird da auch reingehängt noch mal und da wollen wir mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich habe das jetzt so gewählt, weil dadurch habe ich natürlich die meiste Freiheit unterm Bett. Das ist wirklich ganz simpel, ne? Wir haben hier nur solche Überblattungen, das ist dann sozusagen flächenbündig, außer der springt ein bisschen rein, weil ich möchte das nicht, dass man da oben mit der Matratze nachher direkt drauf liegt. Und das ist unsere DXF-Datei. Die kann ich mit AutoCAD relativ komfortabel erstellen. Gar kein Problem. Und dann geht das Ganze weiter. Inkscape ist kostenlos. Da kann man SVGs erstellen, die dieses CAM-Programm brauchen. Das funktioniert wie folgt. Musste ich mich erstmal ein bisschen reinfuchsen. Wir haben hier ganz normal ein Papier. Wir haben hier ein paar Maße irgendwie ein bisschen hin und her stehen. Ich kenne mich mit diesem Programm tatsächlich selber auch so gut wie gar nicht aus.
Habe mir da ein Tutorial zu angeguckt auf der Goliath-Seite, also Goliath-Seite. Ich habe jetzt hier meine drei DXF-Dateien. Die habe ich mir aus der großen Zeichnung einmal rausgezogen. Gehe jetzt zum Beispiel auf unsere Seite, öffne das Ding. Hier fragt sie nun nach Skalierung, größer, kleiner oder gleich. Ich lasse es gleich. Und jetzt fehlt mir eine Hand. Scheiße. Okay, kleinen Moment. Und zwar haben wir jetzt hier unsere Datei komplett geschlossen, alles perfekt, super gut. Ich habe da kleine Löcher in den Ecken oder Aussparungen. Das liegt daran, dass der Fräser ja nur rund fräsen kann und nicht eckig. Und dann passen die Ecken nicht zusammen. Aber wenn das Spack passen soll, dann nimmt man die Ecken einfach weg und dann passt das nämlich. Und jetzt ist der Schritt einfach nur noch das Ganze auf das Papier zu kriegen. Und das war meine Schwierigkeit. Ich wusste nicht, wie geht's. Im Endeffekt ist es ganz einfach für alle Leute, die es nachmachen wollen. Man geht einfach auf die Dokumenteneinstellung. Weil die Dokumenteneinstellung, die regelt die Größe des Papiers. Und da kann man halt A4, A5, A0 angeben. Das reicht aber alles nicht. Ich habe 2500 mein Plattenmaß einfach eingegeben, mal 1250. Da muss man hier auf Millimeter klicken. Ganz, ganz wichtig. Ich hatte vorher Pixel und dachte, was ist denn jetzt los, ey? So, 1250, okay. Und dann habe ich nämlich auch ein Papier, wo alles raufpasst. Dann nehme ich hier meinen Auswahlzeiger und dann fahre ich das Ding da einmal rein. Wie genau, ist scheißegal. Und jetzt kann ich es speichern, einmal als SVG. Speichern unter Seite Bett, mache ich nicht, ist ja schon da, aber so ist der Ablauf. Und dann haben wir eine SVG-Datei und alles ist schickilacki. Und diese SVG-Datei, die schnuffeln wir uns einmal auf unseren USB-Stick. Wir nehmen uns den Laptop jetzt mit runter. Es ist ein Genuss mit diesem, ich sehe auch schlanker aus, muss ich sagen. Je teurer das Objektiv, desto schlanker sieht man aus. Das ist ein alter Trick, Fotografentrick. Ich mache auch schon seit 2 Jahren Diät. Inzwischen schlägt es immer noch nicht an, aber vielleicht bald. Ich versuche mal mein ganzes Geraffel hier zusammenzuholen. Das Handy müssen wir auch mitnehmen. Ihr wollt ja bei Insta auch ein bisschen auf dem Laufenden bleiben. Bis gleich unten, ne? Läuft. Meine lieben Zuckerhasen. Ich habe den Laptop schon mal aufgebaut. Die installieren wir natürlich gleich zusammen, damit ihr das nachvollziehen könnt. Laptop aufbauen kriegt wohl jeder hin, der einen eigenen Laptop hat. Wir machen das jetzt wie folgt. Wir holen uns die Platten, die wir fräsen wollen. Die legen wir uns hier schon mal so hin. Die drapieren wir uns schon mal. Ich mache da drunter nochmal sauber. Wenn wir das dann haben, dann geht das hier weiter mit dem Aufbau. Ja, Holz haben wir jetzt da, also Multiplex. Wir machen 15er Multiplex, dann machen wir das Bett draus. Viel interessanter ist jetzt ja, was machen wir jetzt? Sigi, was muss man jetzt machen? Also wir haben hier ein Programm, das heißt Slingshot. Und das Ding ist, dieses Programm zeigt einem das quasi alles, was man zu tun hat. Das ist das Gute. Also, wir haben jetzt hier unsere Arbeitsfläche, legen wir nur der Übersicht halber einmal an. Da gehen wir auf die 2500, ist nämlich unsere Platte lang und 1250 breit. Und wir haben eine Stärke von 15 mm, damit der Herbert nachher weiß, wo er hin will. Ach nee, Goliath ist das ja so. Jetzt wollen wir ja die Datei importieren. So gehen wir hier auf so einen Importierömmel. Zack. Und jetzt fangen wir wirklich an. Ich will unbedingt diese Seite fräsen, weil das in Anführungsstrichen komplizierteste ist. So, zack. Importieren. Das sieht gut aus. Rot ist immer schön. Rot heißt nämlich, passt nicht. Man muss auf die Zeichnung klicken, dann komme ich in die ganzen Parameter rein. Das heißt, wir wollen durchfräsen. Das bedeutet, wir müssen 15 mm tief. Das kann ich hier eintippen oder halt mit dem Regler machen. Außerhalb der Linie müssen wir fräsen, damit wir das Endmaß auch haben. Dort stellt ihr das soweit ein. Wir müssen hier Anbindungen erzeugen. So, und da wir das jetzt hier machen können, machen wir jetzt mal schön ein paar Anbindungen, damit uns das Teil nachher nicht wegfliegt. Und eigentlich würde ich auf dieselbe Platte gerne noch eine Zeichnung, also noch eine Fräsung legen. Das probieren wir gleich mal. Ich versuche jetzt mal die Anbindung zu machen. Wir haben es jetzt ja soweit, dass mir das Programm, also Slingshot, es erzählt mir jetzt komplett, was ich machen muss, damit es läuft. Ich zeige euch jetzt, wie ich es anschließe. Ich zeige euch aber nicht, was mir das Programm sagt, weil das ist Quatsch, habt ihr eben schon gemerkt. Und ich mache ja kein Tutorial hier, also kein absolutes Tutorial. Ich will euch einen Eindruck verschaffen und wir wollen irgendwie jetzt klarkommen, dass wir sehen, okay, Sigi, so läuft der ganze Lachs hier. So, als erstes wollen wir den Hacken-Porsche hier mal raufschmeißen auf die Platte. Als nächstes, plug the power on. That's why I love Nestle Crunch. Und dann nochmal den Powerbums und das wird nachher auf der Platte festgeschraubt. Ich glaube, das ist in gewisser Weise ein bisschen unpraktisch, deswegen werden wir jetzt hier eine Opferplatte nehmen. Gut, ich habe gleich mal gefegt. Dann können wir nämlich hier gleich den Otto einmal anschrauben. Patz. Und dann ist er fest. Dann nimmt er uns nämlich nichts weg von unserem Platz, den wir da brauchen. So, Olaf, komm ran hier. Das ist Bin. Jetzt holen wir uns mal die Schräubchen und dann nageln wir den Kollegen mal fest. Hier sind auch schon die nächsten Kollegen. Nummer 1 und Nummer 2 sind Zwillinge. Für alle, damit ihr es gesehen habt. Die Sensoren, die wir gleich ranmachen, die funktionieren auch mit Strom, aber auch mit Akku. Ist natürlich praktisch, kann aber auch unpraktisch werden, wenn der Akku bald leer wird. Dann stehst da, ne? Deswegen ist hier so ein Ladegerät-Gedöns dabei und das mache ich mal nochmal ran. Weil ich will jetzt hier nicht, dass hier gleich wieder Ende ist, bevor es überhaupt angefangen hat.
Jetzt müssen wir die Sensoren einmal festschrauben an der Platte. Klar, der Arbeitsbereich geht uns verloren. Trick 17 mit Selbstüberlistung, den werden wir heute nicht anwenden, ist, wenn man eine große Opferplatte drunter legt, wo man die dauerhaft befestigt hat oder halt dauerhafte Befestigungspunkte hat. Die werde ich jetzt da fest befestigen einmal auf der Platte. Dann können wir eigentlich schon fast starten. Also, wir haben jetzt hier einmal die beiden Sensoren festgeschraubt und die haben beide so eine Drähte dran. Und hier aber bei der Fräse selber haben wir hier so eine Art Haken einfach zum Einhaken und dadurch kalibriert er sich. Und dadurch hat er die Position nachher. Jetzt geht's weiter am Rechner. Hier hat er mir nur gesagt, dass ich den einen Draht da hineiern soll. Habe ich gemacht. Und jetzt geht der graue Draht an den gelben ran. Das heißt, dann misst er ja quasi den Abstand einmal. So, der kommt jetzt hier ran. Zack, weiter geht die wilde Fahrt. Jetzt machen wir an dem Grauen einmal den Ponöbel drücken. Jetzt leuchtet der Kollege nicht blau. Ah, jetzt muss der von da rüber zu dem Goliath. Und wenn wir was falsch gemacht haben, würde er uns das nachher auch sagen. Also es ist alles gut. So, wir haben das jetzt soweit geschafft. Jetzt gehe ich auf Play. Und jetzt müssen wir den ganzen Bums hier einmal drehen. Ich weiß nicht, wie es geht. Okay, alles klar. Die Mitte hauen wir da nochmal rein. Import. Jawollo. Das Problem ist, wir kriegen wirklich nur zwei Teile pro Platte raus. Ich pack den jetzt mal so ein bisschen hier so einfach mal hin. So, jetzt haben wir hier vorne noch was rangelegt. Da. Und zwar aus einem Grund. Das steht, das Programm sagt mir, ich muss das um 10 cm verlängern. Das sind jetzt 20. Damit er nachher vernünftig fräsen kann. Das heißt, ich habe da jetzt ein paar Platten hingeschmissen. Auf Höhe gebracht, damit das alles eben ist. Ich habe da Pappe drunter gelegt, weil falls der Boden nicht ganz eben ist oder da kleine Hückel drunter sind, dann liegt sie wenigstens vernünftig. Ufe Pappe. Herzlich willkommen zum Ende dieses Videos. Sigi hat kein Outro gedreht und da der arme Kerl gerade frierend mit Ernie in der eisigen Kälte Nordrhein-Westfalens ist, mache ich euch schon mal warm für den zweiten Part. Das Bett wird fertiggestellt.